und dem Engel der Gemeinde von so und so schreibe und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Was ist das für ein Engel? Und du kannst dir denken, ja gut, das ist halt ein Engel, klar. Denn wenn wir das Wort Engel nutzen, dann denken wir automatisch an übernatürliche Wesen, nicht wahr? Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Engel ist nicht automatisch ein übernatürliches Wesen, ich werde es dann gleich beweisen. Und was ich sagen möchte ist, es ist wichtig, wenn wir die Bibel interpretieren, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und versuchen, das große Ganze zu sehen und nicht mit einer bestimmten theologischen Brille die Bibel zu lesen oder irgendwie voreingenommen die Bibel zu lesen. Na, ist doch klar, es ist ein Engel, ist also irgendwie Seraphim oder Cherubim, eines dieser übernatürlichen Wesen, die schrecklich aussehen, die zum Beispiel vom Propheten Hesekiel beschrieben werden. Ist das wirklich der Fall? Denke daran, was Jesus gesagt hat, was die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Also ja, Jesus spricht im Buch der Offenbarung, Jesus stellt sich selbst vor, aber Jesus spricht nicht von Angesicht zu Angesicht mit Johannes, sondern Jesus spricht durch seinen Engel. Er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Also Johannes spricht hier eigentlich mit einem Engel, der von Gott gesandt wurde. Und lass mich dir jetzt zeigen, im selben Buch, im Buch der Offenbarung, dass ein Engel nicht automatisch ein übernatürliches Wesen ist. Dass besonders dieser Engel, mit dem Johannes gesprochen hat, kein übernatürliches Wesen war. Schlag Offenbarung Kapitel 22 auf. Offenbarung Kapitel 20, das letzte Kapitel des Buches der Offenbarung. Da heißt es in Vers 8, Offenbarung 22, Vers 8, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Dann heißt es in Offenbarung 22, Vers 9, und er sprach zu mir, sieh dich vor, tue es nicht. Und jetzt kommt, achte darauf, denn ich, also der Engel spricht, okay, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Lass mich dir die Frage stellen. Ist dieser Engel ein übernatürliches Wesen oder ist dieser Engel ein Mensch? Lies diesen Vers unvoreingenommen. Dieser Engel ist ein Mensch. Er sagt, hey, ich bin dein Mitknecht. Er sagt im Grunde, hey, Johannes, ich bin wie du. Ja, bete mich nicht an, ich bin wie du. Ich bin ein Mensch. Ich bin wie du, ich bin dein Mitknecht. Der deiner Brüder, der Propheten. Ich bin ein Bruder, ich bin ein Prophet wie du. Also, Jesus hat hier einen Mensch gesandt, einen Bruder gesandt, einen Propheten. Kein Engel im Sinne von übernatürliches Wesen. Also, was lernen wir aus diesem eindeutigen Vers, den ich dir gezeigt habe? Was bedeutet das Wort Engel, wenn wir uns das biblisch betrachten? Das Wort Engel ist entweder ein Mensch oder ein übernatürliches Wesen. Der Kontext entscheidet. Entweder ein Mensch oder ein übernatürliches Wesen, das eine Botschaft von Gott überbringt. Also was bedeutet das Wort Engel verallgemeinert? Botschafter. Das ist, was das Wort bedeutet. Und das sehen wir hier biblisch belegt. Ja. Das ist ganz einfach, ein Botschafter ist das, jemand, der eine Botschaft von Gott überbringt. Das kann ein Mensch sein, wie das hier tatsächlich der Fall ist in der Offenbarung, oder ein übernatürliches Wesen. Kann beides sein. Und lass mich dir eine weitere Passage zeigen, um zu sehen, dass das Wort Engel ganz einfach Botschafter bedeutet. Das habe ich hier zwar ausreichend bewiesen, aber ein weiterer interessanter Vers ist, du musst das nicht aufschlagen, 2. Korinther 12, Vers 7. Da ist es in 2. Korinther 12, Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wenn du diesen Vers in anderen guten Übersetzungen liest, die auch auf dem Textus Receptus basieren, auf dem traditionellen Urtext, dann heißt es in manchen anderen Übersetzungen, ein Botschafter Satans. Dann denkst du jetzt vielleicht, ja, aber was ist richtig an seinem? Nun, beides ist richtig. Ja, aber in der King James Bibel, da steht ein Messenger of Satan. Und hier steht ein Engel Satans. Das ist doch ein Unterschied. Aber warte mal was, es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Engel bedeutet Botschafter. Und warum erwähne ich das? Weil ich mir manchmal denke, dass manche von euch ein bisschen abergläubisch werden. Und dann irgendwie denken, dass eine deutsche Übersetzung exakt dasselbe Wort für Wort sagen muss wie die King James Bibel. Aber hier haben wir einen Vers, wo in einer anderen guten Übersetzung, die genauso auf dem Textus Receptus basiert, ein anderes Wort verwendet wird.
Warum? Weil das Synonyme sind. Okay? Nicht abergläubisch werden und irgendwie denken, es muss einfach Wort für Wort überall dasselbe stehen. Es gibt Synonyme. Okay? Das ist mir wichtig zu sagen, denn denke nicht, dass wir irgendwie so schlecht dran sind mit der Schlachter 2000 hier und im Grunde genommen müssten wir Englisch lernen, so nach dem Motto. Nein, müssen wir nicht. Ja, wir sind ziemlich gut dran mit der Schlachter 2000. Das ist korrekt übersetzt. Ob hier Engel Satans steht oder Botschafter Satans, macht überhaupt keinen Unterschied, weil es dasselbe bedeutet. Also, wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen eigentlich? Wir haben uns mit Offenbarung Kapitel 3 beschäftigt, mit Vers 14, wo es heißt, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Und ich wollte eingehen auf diese Aussage, dem Engel von der Gemeinde so und so schreibe. Wer sind diese Engel der Gemeinden? Was wir jetzt erstmal festgestellt haben, ist, dass ein Engel ein Mensch sein kann. Und das ist im Buch der Offenbarung definitiv der Fall. Ja, der Engel, der mit Johannes geredet hat, war eindeutig ein Mensch. Das ist ganz einfach ein Botschafter. Es steht nicht automatisch fest, dass es ein übernatürliches Wesen ist. Also, diese sieben Engel der sieben Gemeinden, das können genauso gut Menschen sein. Und lass mich dir verraten, das sind Menschen. Denn überlege mit mir, wer ist derjenige, der Botschaften von Gott einer Gemeinde überbringt? Wer ist derjenige, der das Wort Gottes der Gemeinde überbringt, der die Gemeinde zurechtweist, der die Gemeinde lehrt, der sie lobt für manches, aber auch zurechtweist? Wer ist das typischerweise? Das ist der Pastor der Gemeinde, der Prediger, nicht wahr? Also wer ist der Engel der Gemeinde von Laodicea? Wer ist der Engel der Gemeinde von Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea? Was sind das für Engel? Das sind die Pastoren der Gemeinden, die Prediger der Gemeinden. Das sind die Engel, das sind die Botschafter. Sie sind von Gott beauftragt, Gottes Wort zu predigen.